Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich war heute im Lego Store und habe mir jetzt ein paar Teile an der Pika Brick Wall gekauft. Die wollte ich nur zeigen. So. Das ist alles. Ich habe zwei große Becher gekauft, weil wenn ich weiß, was Pick-a-Brick ist. Das ist in fast jedem Lego Store gibt es eine Wand und da könnt ihr euch dann halt Teile raussuchen, Einzelteile. Vor Corona konnte man sich dann noch selber mit der Hand hier rauswischen. Mittlerweile hast du einen Mitarbeiter, dem du dann sagst, da hast du eine Palette liegen, wo die Steine drauf sind, die es gerade gibt. Und da kannst du dann sagen, was du möchtest. Und wir hatten einen echt netten Mitarbeiter, muss ich sagen. Er hat versucht, so viel wie möglich reinzubekommen. So, was ich gekauft habe, vor allem ganz viele Blätter, wie man schon sehen kann. Es gab die großen in grün und gelb. Dann die kleineren in olivgrün. Und die ganz kleinen in orange und grün. Außerdem habe ich einige dieser Teile gekauft. Glasscheiben, ein paar große, ich weiß jetzt nicht wie viele. Außerdem, ich glaube, 10 oder so von diesen 8x8er Plates in 10. Die brauche ich für einen der nächsten Filme. Ah, jetzt ist das runtergefallen, Entschuldigung. Ziemlich viele Dark Orange Fliesen. Und wirklich einige. Und auch einige Dark Orange 2x6er. Außerdem viele von diesen 1x2ern Mauerteilen, die etwas kleineren Fenster und dunkelgrüne Teile. 1x3er gab es leider nur. Außerdem noch ein paar davon. Von durch Translucent, ich glaube, so spricht man es aus. 1x2er Round Bricks. Die habe ich auch nochmal in blau durchsichtig. Und davon ein paar Teile. Außerdem hiervon. Und genau, wichtig, sehr viele dieser Modified Brick mit jeweils einer, zwei Noppen. Gab es ganz viele. In diesem Blauton habe ich jetzt auch ziemlich viele. Die haben mir früher mal bei meinen Sachen, die ich gebaut habe, gefehlt. Einige davon außerdem, nicht so viele, und auch einige Köpfe ohne Bedruckung in diesem Orangeton. Habe ich irgendwas ausgelassen? Ja, diese Fliesen hier, aber sonst glaube ich, habe ich alles erfasst. Ja, und drei von den Blitzen. Ja, das war's mit dem Video. Wie gesagt, nur ein kurzes Update-Video. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.